Aber der fühlt sich auf jeden Fall schon richtig geil am Ballern. Komm. Fernschuss. Buongiorno ragazzi und herzlich willkommen zu einer neuen Player Review. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich hoffe, ihr seid alle topfit. Amigos, heute werde ich die Goldkarte von Lorenzo Insigne testen. Und wenn ihr auch Bock auf diese Karte habt, aber euch noch nicht sicher seid, ob er die ganzen Coins wert ist oder ob es überhaupt lohnt, Lorenzo in eure Mannschaft einzubauen, dann schaut euch das Video bis zum Ende an und lasst uns das gemeinsam herausfinden. Andiamo. Lorenzo Insigne ist 163 cm groß, Workrate sind hochmittelstarke Fußerrechte. Außerdem hat er die 4 Schnee Skill Moves und 4 Schnee Weakfoot. Seine Workrate sind auf jeden Fall gut für die Offensive, aber seine 4-Schnee-Kombo ist auf jeden Fall schmackhaft. Amigos, bei den Eigenschaften hat der Mann den angeschnittenen Schuss, Flair und den Außenrissschuss und das ist auf jeden Fall Luxus pur, Mann. Freunde, in Cine werde ich mit dem Hawk spielen, weil ich sein Tempo aber hauptsächlich beim Schuss seine Weitschüsse verbessern möchte und dadurch hat er 95 Antritt und 89 Sprintgeschwindigkeit und das reicht für den Anfang vollkommen aus. Die Schusswerte sehen mit dem Hawk auch schon viel besser aus, aber speziell seine 94 Weitschüsse sehen richtig brutal aus und das Geile ist noch, dass er noch den angeschnittenen Schuss und den Außenrissschuss als Eigenschaft hat. Außerdem hat er noch die 87 EV, was auch sehr wichtig sein wird, weil ich glaube, das alles kombiniert wird dazu führen, dass Insigne richtig geile Schüsse reinballern wird. Die Passwerte von Insigne sehen auch ganz gut aus. Da hat er 89 kurzer Pass und 84 langer Pass und das mit einer Übersicht von 85. Also damit sollte er auf jeden Fall sichere Bälle verteilen. Freunde, das Dribbling von Insigne sieht richtig geil aus. Speziell seine Beweglichkeit, Balance, Ballkontrolle und Dribbling. Und das Geile ist noch, dass er den Flair als Eigenschaft hat und sein Bodytemp unique ist und er ist noch dazu 1,63 groß und wenn man das alles kombiniert, dann sollte sich Insigne in-game richtig nice am Ballern fühlen. Seine Physis ist natürlich nicht seine große Stärke, aber dennoch hat er 74 Ausdauer und damit sollte es kein Problem sein, eine komplette Partie durchzuspielen. Ich werde in einer 4-3-2 einspielen und Insigne wird den linken Flügel übernehmen. Let's go! Und Mkhitaryan mit dem langen Ball zu Insigne. Sehr guter langer Ball. Lorenzo Insigne. Ballrolle. Okay, hat immer noch den Ball. Aber der fühlt sich auf jeden Fall schon richtig geil am Ball an. Komm. Fernschuss. Digga. Erster Schuss und da wurden wir direkt mit einem Tor belohnt und typisch Insigne, ne? Man kennt seine angeschnittenen Schüsse und den hat er auf jeden Fall richtig nice reingeballert. Nice. Und da ist er wieder. Allianz Pass. Jetzt geht er wieder in den Lauf. Lorenzo Insigne. Sehr schön, man. Fühlt die Skill muss sogar gut aus und der nächste Schuss. Oh, wow, wow, wow. Wow, was für ein Anfang, Digga. Erstes Spiel und direkt 2 Tore. Nice. Digga, Insigne. Wenn das so weitergeht, dann spiele ich mit dir die Playoffs, Digga. Dann komme ich direkt in der Weekend League rein. Auf jeden Fall gehen wir direkt zum nächsten Spiel, Mann. Jetzt der Ball zu Insigne. Schuss. Erster Schuss und direkt das Tor, Digga. Und Insigne stellt den Gegner. Allianz Pass. Jetzt der Rückpass zu ihm. Erobert sich den Ball sogar zurück. Flanke. Digga, Insigne, Mann. Sehr schön. Was für eine schöne Vorarbeit von ihm. Vor allem hat sich die Kugel zurückerobert, hat sich durchgekämpft und dann mit der schönen Flanke zu Hiring Lozano. Also, das hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert, Mann. Digga, Insigne. Komm. Boah, was für ein Spielaufbau, beziehungsweise am Ende der Abschluss von Insigne, Mann. Zweites Spiel und man sieht einfach den Impact, Mann. So, der ist überall zu sehen, der Insigne. Und da ist er wieder. Da ist er wieder. Jetzt mit dem langen Ball zu Lazari. Flanke. Digga, fast hat er ein Kopfballtor gemacht, Mann. Das wäre auch viel zu viel gewesen, wenn er diesen Ball reingeballert hätte. Lozano schickt den Ball zu Insigne. Allianz Pass. Jetzt der Rückpass. Ey, Elva. Elva. Aber schön rausgeholt, Mann. Natürlich ein bisschen dreckig. Aber so ist Fußball. Beim Insigne. Mach ihn rein. Mit Ruhe. Nice. Nice. Jetzt der lange Ball zu Insigne. Wow. Schöner Laufweg. Insigne. Sehr schön. Sehr schön, Insigne. Jetzt der Ball zu Alexandro und Insigne.
Mit dem Alliance Pass. Jetzt geht er in den Lauf. Erneuter Alliance Pass. Da ist ein Spot. Schuss. Boom. Boom. Digga. Inszeniert die Finesse-Schüsse. Man kennt die, Digga. Sobald er in diesem Spot ist, Leute, ballert den Finesse-Shot rein. Er ist drin, Mann. Also man muss auf jeden Fall sagen, Insignia macht auf jeden Fall seine Tore, aber er kann auf jeden Fall auch schöne Bälle verteilen und arbeitet auch sehr gut beim Spielaufbau mit. Jetzt der Ball zu Insignia. Sehr schön, Insignia kommt vorbei. Insignia, Flanke. Boom. Och, Bro, das war doch so eine schöne Flanke. Mach ihn noch rein. Mkhitaryan. Insignia, Schuss. Schade. Okay, da ist als Insigne. Der Ball zu Sandro. Boom, Digga. Sandro hat den reingeballert. Eigentlich ist er jetzt nicht der Torschütze, aber einfach mal raufgeballert. Und die Kugel war drin. Nice. Kurz und knackig. Insignias Impact in der Offensive hat man sofort gespürt gehabt. Sei es mit seinen Laufwegen, beim Spielaufbau oder mit seinen Toren. Der Typ war überall in der Offensive zu sehen und das sogar 1A. Mit dem Hawk hat sich Insigne schnell angefühlt. Vor allem beim Überlaufen hat man gemerkt, wie krass der Junge beschleunigen kann. Und seine Schüsse kamen auch gefährlich aufs Tor. Vor allem die angeschnittenen Schüsse aus der Entfernung, die flogen mit einer richtig schönen EP in den Winkel rein. Mit Insigne kann man auf jeden Fall schöne Bälle verteilen, sei es so kurz oder lange Pass. Er könnte sogar locker als ein ZOM oder MS Ingame spielen, wenn man ihn ohne Probleme umswitchen kann. Und daraus könnte er einen sehr guten Spielaufbau machen, wenn nicht dann sogar schöne Bälle verteilen, zu Rot könnte er sogar einen schönen Finesse-Shot aufs Tor aufballern. Insignias Dribbling fühlt sich Ingame richtig gut an, vor allem fühlt auch die Skillmove sauber aus, aber seine Stärke ist natürlich ein Problem, was uns seit Jahren bekannt ist, also nichts Neues für uns, aber deswegen auch die Karte abzuhacken wäre nicht cool, also wenn man damit klarkommt, dann hat man natürlich einen stabilen Spieler auf dem linken Flügel. Also ist er die Quenz wert? Meine Antwort lautet natürlich ja, vor allem der jetzige Preis ist gar nichts im Vergleich zu den letzten Jahren, wo er zu einem jetzigen Zeitpunkt locker über 50k kosten würde. Und wenn man seine jetzigen 10 bis 12k anschaut, dann ist das einfach nur ein dickes Schnäppchen. Also, falls ihr eine Serie A-Mannschaft habt und noch einen Spieler für den linken Flügel sucht, dann ist der Insigne der richtige Kandidat für euch. Außer, falls ihr die Flashback SBC-Karte von Pedro abgeschlossen habt. Aber falls ihr nicht die Karte habt, dann ist der Insigne ein Muss für euch. Als nächstes werde ich die Goldkarte von Paulo Dybala testen und falls ihr seine Review nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch direkt Bescheid bekommt, sobald das Video online ist. Bis dahin, bleibt topfit, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, euer Mo aka Mosey, ciao ciao.